Ein junges Mädchen kehrt nicht von seiner Verabredung zurück. Und ein Scharfschütze schießt auf ein scheinbar zufällig ausgewähltes Opfer. Oh mein Gott! Schatz, was ist los? Alle Taten haben denselben Ausgangspunkt. Gestörte Fantasien. Ausgelebt von einem Duo im Blutrausch. Pace liegt im Nordwesten Floridas. Gut 7000 Einwohner leben hier. In der reizvollen Landschaft finden sich Spuren der Verwüstung. Regelmäßig wird der Ort von Wirbelstürmen heimgesucht. Ebenso regelmäßig sind Chaos und Zerstörung zu Gast. Doch die schier endlose Mangrovensümpfe ziehen noch andere Gäste an. Killer, die alle Spuren ihrer Verbrechen für immer geräuschlos von der Natur entsorgen lassen wollen. Miese Typen haben hier schon seit jeher alles Mögliche verschwinden lassen. Justin, Zeit zum Aufstehen. April 98. Justin Livingston ist verschwunden. Justin! Die Mutter hat allen Anlass zur Sorge. Der 20-Jährige muss täglich seine Medikamente einnehmen. Justin, wo steckst du? Er kommt sonst pünktlich wie ein Uhrwerk. Wenn es Zeit für seine Tabletten ist, taucht er auf. Elizabeth Livingston ist überzeugt, dass ihrem Sohn etwas zugestoßen ist und alarmiert die Polizei. Ich will eine Vermisstenanzeige aufgeben, mein Sohn Justin. Er kommt jeden Abend Punkt 7 nach Hause. Seit gestern ist er verschwunden. Bitte ausfüllen, okay? Okay. Alles klar. Seit seiner Schulzeit leidet Justin unter paranoider Schizophrenie und einem ADS-Syndrom. Er wirkt kerngesund, ist es aber nicht. Die Mutter ist besorgt. Ohne seine Medikamente ist Justin hilflos und verwirrt. Justin leidet unter einer Entwicklungsstörung. Er ist nicht der Hellste und vor allem sehr gutgläubig. Kripo-Fahnder Todd Hand übernimmt den Fall. Erstmal habe ich die Nachbarschaft abgeklappert. Nachbarn wissen andere Dinge als Eltern. Es hilft immer, sich deren Geschichten mal anzuhören. Dann kann man sich ein Bild machen. Mrs. Livingston? Ja. Guten Tag, Detective Han. Freut mich. Die Mutter erzählt, dass ihr Nachbar am Abend von Justins Verschwinden etwas entsorgt hat. Er hat Sachen verbrannt, Laub oder Müll, keine Ahnung. War er danach noch mal hier? Die Routineüberprüfung des Nachbarn liefert eine erste Spur. Er war in einen sehr undurchsichtigen Todesfall in Louisiana verwickelt. Da wird man natürlich hellhörig. Doch der Verdächtige ist abgetaucht. Angeblich hat er die Stadt verlassen. Eine Nachbarin will beobachtet haben, dass Justin in einen Pickup eingestiegen ist. Am Steuer ein Verwandter, mit dem er häufiger unterwegs war, Rick Lawrence. Ein entfernter Cousin. Hey, was geht? Alles klar, Mann? Bock auf eine Party? Klar, auf geht's. Ricky Lawrence? Ich hätte ein paar Fragen. Okay. Es geht um Justin Livingston. Angeblich hat Justin nur kurz bei einer Reparatur geholfen. Die anschließende Probefahrt führt zu Ricks Bruder Jonathan. Hey John, was geht? Setzt euch. Läuft gerade ein Film. Außerdem sei noch ein Bekannter des Bruders zu Besuch gewesen, Jeremiah Rogers. Alles Leute, mit denen ich reden musste. Wird gern bleiben, muss aber los. Viel Spaß. Euch auch. Hat er sich noch mal gemeldet? Nee, seitdem nichts mehr von ihm gehört. Ist Ihnen sonst irgendwas aufgefallen? Das ist alles. Auch die Überprüfung der jungen Männer liefert Resultate. Jonathan saß wegen rassistischer Graffiti-Parolen 4 Jahre in Haft, wurde aber seither nicht mehr straffällig. Sein Freund, Jeremiah Rogers, ist als Autodieb registriert.
Sie haben beide eine kurze kriminelle Laufbahn, aber nie Gewalt angewandt. Kein einziges gewalttätiges Delikt. Kein Hinweis darauf, dass sie Justin etwas antun würden. Justin betrachtet seinen Cousin und dessen Bekannten als gute Freunde. Entsprechend häufig ist er mit ihnen zusammen. Detective Hand fühlt Jonathan Lawrence auf den Zahn. Doch der bestätigt die Aussage seines Bruders Rick und kann sie um ein weiteres Detail ergänzen. Man habe einen Horrorfilm angeschaut und dabei Marihuana geraucht. Wohin? Ich muss los. Angeblich will Justin nur schnell Zigaretten holen im Laden nebenan. Doch er kommt nicht zurück. Die Vernehmung der Supermarktmitarbeiter bleibt ergebnislos. Keiner kann sich an Justin erinnern. Die Überwachungskameras liefen nicht. Die Ermittlungen stecken fest. Schwer zu sagen, ob er aus freien Stücken loszieht oder fremdbestimmt wird. Es ist für andere ein Kinderspiel, ihn zu manipulieren. Alles sehr merkwürdig. Die Mutter spürt intuitiv, dass ihrem Sohn etwas zugestoßen ist und plakatiert in der gesamten Gegend Suchanzeigen. Überall da, wo er immer unterwegs war. Ich musste ihn finden. Detective Hand und die Mutter des Vermissten vereinbaren, regelmäßig Informationen auszutauschen. Er sagte, reden Sie mit den Leuten. Ich rede auch mit Ihnen. Und dann vergleichen wir. Genau das haben wir getan. Elizabeth Livingston will, dass der ganze Ort die Augen offen hält und plakatiert die halbe Stadt. Tatsächlich gehen Hinweise ein, die Hoffnung machen. Justin wurde gesehen. Einer will wissen, dass er die Stadt mit einer jungen Frau in Richtung Louisiana verlassen hat. Andere wollen ihn in Supermärkten gesehen haben. Immerhin Anhaltspunkte, dass er noch leben könnte. Wir konnten nur vage darauf hoffen, dass Justin tatsächlich mit irgendwelchen Unbekannten oder Freunden unterwegs war und zurückkehren würde. Andere Hinweise klingen unheilvoll. Jemand behauptet, im Wald, nicht weit entfernt von hier, sei jemand zusammengeschlagen worden. Es handle sich um Justin Livingston. Dann hat ein Kollege angerufen, der nebenher an einer Schule unterrichtet. Einer seiner Schüler glaubt, im Gehölz eine Leiche gesehen zu haben. Haben wir natürlich sofort überprüft. Der Schüler zeigt uns die Stelle, an der er die Leiche entdeckt zu haben glaubt. Wir haben alles mehrfach durchsucht, ohne Ergebnis. Die Beamten haben keine Ahnung, was los ist. War es vielleicht nur ein Scherz? Suchen sie am falschen Ort? Was läuft verkehrt? Auf ihren vermissten Plakaten hebt die Mutter explizit hervor, dass ihr Sohn seit seinem Besuch bei Jonathan Lawrence und Jeremiah Rogers vermisst wird. Die beiden hat sie dazu nicht um ihre Meinung gefragt. Elizabeth! Was soll das, hä? Die Plakate legen tatsächlich den Schluss nahe, dass die beiden etwas mit dem Verschwinden zu tun haben. Sie sind stinksauer. Unsere Namen! Jetzt glaubt jeder, wir haben was damit zu tun. Ihr habt ihn zuletzt gesehen. Find dich damit ab. Reiß die Zettel runter. Die waren sowas von unfreundlich. Da ärgert man sich und wird erst recht misstrauisch. Jeder fragt sich, was ist passiert? Sind meine Kinder sicher? Jeder überlegt, ob er nicht doch was gesehen hat und einen Tipp geben kann. Schon länger als eine Woche wird Justin Livingston vermisst. Und seine Mutter ist zunehmend verzweifelt. Der Tod lauerte überall. Ich dachte, man hat ihn umgebracht und irgendwo liegen lassen. Die Polizei setzt großräumig Leichenspürhunde ein. Einer der Hunde wittert eine Spur. Das versetzt die Mutter in Panik. Die ganze Zeit hat sie befürchtet, dass jemand ihrem Sohn was angetan hat. Doch selbst der Laie erkennt, dass es sich bei diesem Fund um tierische Knochen handelt.
Kein Hinweis auf menschliche Überreste. Wieder nichts. Doch der Ermittler ist entschlossen, nicht locker zu lassen. Er sagte, es ist meine Pflicht, ihn zu finden. Und die ist erst erfüllt, wenn ich ihn gefunden habe. Man hat immer die Hoffnung, dass ein Vermisster noch lebt. Vier Verdächtige stehen im Fokus der Ermittler. Da ist dieser zwielichtige Typ mit dem Feuer, der in einen Mord in Louisiana verwickelt war. Und es gibt die Gebrüder Lawrence samt Jeremiah Rogers, die als Letzter mit Justin zusammen waren. Was soll das, ha? Ihre Namen auf den Suchplakaten haben eine heftige Reaktion ausgelöst. Das wirft Fragen auf. Diesmal gräbt Detective Hand ein bisschen tiefer und wird misstrauisch. Jeremiah Rogers hat's nicht leicht im Leben. Aufgewachsen bei einer Mutter, die später Selbstmord begeht. Heillos zerstritten mit dem Vater. Rogers ist so skrupellos wie charismatisch. Meist rettet ihn sein Charme aus allen Schwierigkeiten. Jeremiah Rogers ist ein Hochstapler, ein Blender, ein Betrüger. Er bequatscht die Leute, bis sie tun, was er will. Aalglatt. Mit 16 verbüßt er eine Strafe wegen Autodiebstahls und zeigt erste Anzeichen einer psychischen Erkrankung. Er landet in einer entsprechenden Einrichtung, in Chattahoochee. Die staatliche Anstalt für geisteskranke Straftäter. Die Ärzte beobachten, dass er seine Umgebung täuscht, betrügt und geschickt manipuliert. Er trägt offenkundig Züge eines Soziopathen oder leidet unter einer Form der Psychopathie. In der Haft begegnet er einem Gleichgesinnten. Jonathan Lawrence ist ebenfalls psychisch gestört, leidet an Schizophrenie und gilt als selbstmordgefährdet. Ich stehe auf Beine. Immer schon. Die Beine. Zwei schwer gestörte Persönlichkeiten, jeder in anderer Weise gestört. Aber sie kommen miteinander klar und sehen im anderen einen Partner. Die Beine sind am geilsten. Die Schenkel, oder? Es geht um Macht, um die Kontrolle. Jonathan Lawrence' Kindheit ist hart geprägt von Gewalt. Ich hatte immer die Fantasie, mal jemanden umzubringen. Auch schon mal drüber nachgedacht? In dieser Familie gab es eine Menge Mörder. Über alle Generationen hinweg. Im Alter von 4 Jahren erleidet Jonathan bei einem Autounfall einen Hirnschaden. Er ist 11, als sein Vater für 4 Jahre ins Gefängnis muss. Wegen sexueller Übergriffe auf die Halbschwester. Dann brennt das Haus der Familie bis auf die Grundmauer nieder. Doch das größte Trauma kommt erst noch. Schaut euch die Schrotflinte an. Wo hast denn die her? Besorgt. Na los, probier sie aus. Eines Abends, Jonathan ist 15, sitzt er mit seinem ältesten Bruder Wesley und Freunden zu Hause am Esstisch. Hey Jungs, habt ihr schon mal Mississippi Roulette gespielt? Wesley und die anderen haben mit einer Waffe gespielt. Waffe nehmen, auf den Boden stampfen und geht sie los. Hast du verloren. Sie haben getrunken und Marihuana geraucht. Das ist alles? Ja, los, wir machen mal. Okay. Na dann. Gut, jetzt du. Die geht doch nicht los, oder? Das sehen wir dann. Mach einfach. Okay, du bist dran. Fertig? Dann mal los. Es löst sich ein Schuss. Ein Unfall. Kopfschuss. Wesley ist sofort tot. Jonathan war zutiefst verbittert, weil sein Bruder tot war. Er hat mal gesagt, jeder, der dabei war, hätte sterben sollen. Nur sein Bruder nicht. Eine Tragödie mit verheerenden Folgen. Jonathans Seelenzustand verdüstert sich. Er ist voller Hass und sympathisiert mit rassistischen Gruppierungen. Mit 18 wird er wegen rassistischer Graffiti-Parolen verhaftet und zu einer 4-jährigen Haftstrafe verurteilt. In Chattahoochee. Dort trifft er Jeremiah Rogers,
dessen Fantasien ständig um Tod und Gewalt kreisen. Sie liegen auf derselben Wellenlänge, sind aber keine Kumpels, wie man sie aus Fernsehserien kennt. Es hat von Beginn an etwas Bizarres, Unheimliches. 3 Wochen nach Justins Verschwinden kann Detective Hand Jonathan Lawrence zu einem elektronischen Stimm- und Stresstest auf der Wache überreden. Dieser Test soll offenbaren, ob er die Wahrheit gesagt hat. Yes. Wissen Sie, wo Justin ist? Nein. Sagen Sie die Wahrheit? Absolut. Ja. Das Testergebnis ist ganz eindeutig. Jonathan Lawrence hat die Wahrheit gesagt. Fürs Erste ist Jonathan aus dem Schneider. Zur gleichen Zeit am anderen Ende der Stadt. Jeremiah Rogers baggert die Kassiererin eines Minimarkts an. Würdest du mit mir ausgehen? Das geht nicht. Ich kenne dich ja nicht mal. Na und? Jennifer Robinson ist 18 Jahre jung. Er liegt schließlich dem Werben und willigt in ein erstes Date ein. Wird lustig, wirst schon sehen, ne? Na gut. Ja? Okay. Alles klar? Sie blickt voller Hoffnung in die Zukunft. Die Welt steht ihr offen. Sie hat alle Möglichkeiten. Dann kommt Rogers in den Laden. Sie ist nicht gerade hin und weg, freut sich aber auf einen netten Abend. Der ist süß. Ein aufgewecktes Kind. Sie wollte zu den Marines oder eine eigene Kinderkrippe aufmachen. Aus ihr wäre was geworden. Sie war so begabt und sie hatte Ziele. Und so ein weiches Herz. Sie war der liebste Mensch der Welt. Jennifers fürsorgliche Mutter besteht darauf, den jungen Mann kennenzulernen, bevor der mit ihrer Tochter ausgeht. Er hatte ein sehr nettes Lächeln und sagte, sie würden ein paar Freunde besuchen. Um 1 ist sie wieder zu Hause? Oh, na klar. Er war sehr respektvoll und höflich und versicherte mir hoch und heilig, dass er gut auf sie Acht geben werde. Ich gab ihm die Hand. Hat mich sehr gefreut. Ich habe nicht geahnt, dass ich dem Teufel die Hand gebe. Überraschenderweise plant der junge Mann keineswegs einen Abend zu zweit. Sein bester Freund soll die beiden begleiten, Jonathan Lawrence. Zu dritt fahren sie an einen abgelegenen Ort, nahe einem der zahllosen Mangrovensümpfe gelegen. Nicht so viel. Passt schon. Jenny glaubt noch immer, dass es ein netter Abend wird. Sie ahnt nicht, dass ihre Begleiter andere Pläne verfolgen. Genau so, runter damit. Kommt gut, hä? Ja, sehr lecker. Den Getränken sind harte Alkoholika beigemischt. Die 18-Jährige soll gezielt außer Gefecht gesetzt werden. Das ist von langer Hand geplant. Sie wissen ganz genau, was sie tun. Ganz genau wissen sie das. Zieh die Jacke aus. Dann geht's dir besser. Stimmt. Mir ist warm. Jonathan setzt sich ab und lässt Jeremiah und Jenny allein. Diesen Abend und seinen Verlauf haben die Männer 1000-mal durchgesprochen. Nun leben sie ihre abartige Fantasie aus. Störe ich oder was? Als Jonathan zum Auto zurückkehrt, ist Jennifer bereits spürbar alkoholisiert. Doch die beiden Männer sehen den passenden Zeitpunkt noch nicht gekommen und fahren wieder los. Auf freier Strecke stoppt Jeremiah den Wagen. Unter dem Vorwand, er kenne hier eine wilde Marihuana-Plantage. Dies ist der Augenblick, auf den Rogers und Lawrence hingefiebert haben. Jetzt werden ihre kranken Fantasien Realität. Ah, ich sehe nichts. Rogers richtet die Waffe auf sie, kann sich aber nicht überwinden, abzudrücken.
Ist wohl der falsche Ort. Ah? Ja. Okay. Gehen wir zum Auto. Wir finden schon noch. Na gut. Er ist kalt. Er ist berechnend. Er ist herzlos. Für Jeremiah geht es um Macht. Die Macht über Leben und Tod, die er ausübt. Er genießt es. Er genießt es, zu töten. Jenny ist tot. Doch ihre Mörder sind noch nicht fertig mit ihr. Sie leben all ihre barbarischen Fantasien aus. Kannibalismus und abartige Experimente mit dem menschlichen Körper und seinen Organen. Jede Sekunde halten sie dabei mit der Kamera fest. Am nächsten Morgen wird für Diane Robertson der schlimmste Albtraum einer Mutter wahr. Ihre Tochter ist nicht von ihrem Date mit dem Fremden zurückgekehrt. Das Bett war unbenutzt. Ich dachte, ich fasse es nicht. Sie war die ganze Nacht unterwegs. Das ist nicht Jennys Art. Sie tickt anders. Irgendwas stimmt nicht. Diane ruft all ihre Bekannten an. Doch niemand hat ihre Tochter gesehen. Schließlich entdeckt sie eine Telefonnummer. Offenbar die des Unbekannten. Hallo? Wer ist da? Er behauptet erstmal dreist, Jenny gar nicht zu kennen. Doch die Mutter bleibt hart, setzt ihn unter Druck. Da lügt er das Blaue vom Himmel runter. Ja, nee, wir waren unterwegs. Aber sie wurde unerträglich, da habe ich sie stehen lassen. Was geht mich ihre Tochter an? Dieser Kerl holt sie ab, gibt mir die Hand und verspricht, auf sie aufzupassen. Am nächsten Tag ist sie verschwunden und er sagt, sie gehe ihn nichts an. Da weiß man doch, er hat ihr was angetan. Man denkt an sexuellen Missbrauch und Gewalt und will sie finden. Notrufzentrale? Ich habe die Polizei verständigt. Wir sind unterwegs. Außerdem ruft Diane noch ein paar befreundete Schlägertypen an, die brauchbare Antworten aus Rogers rausholen sollen. Abgefahren, hä? Der präsentiert seinem Bruder Elijah die Bilder vom Blutbad der vorangegangenen Nacht. Noch bevor Elijah eine Erklärung verlangen kann, tauchen die Bekannten der Mutter auf. Hey! Wo ist Jenny? Jenny? Ich weiß, dass du drin hängst. Wo ist sie? Rogers soll endlich reden. Hey, lass mich! Was willst du? Der Bruder, Elijah, dreht durch und greift zu seiner Waffe. Ich weiß gar nichts! Genau in dem Moment läuft Jeremiah zum Auto und flüchtet. Im Laufe der Verfolgungsjagd verlieren sie den Flüchtigen schließlich. Es beginnt eine große, verzweifelte Suchaktion. Wagenladungen von Leuten haben Stadt und Umland nach ihr abgesucht, Flyer aufgehängt, nach ihr gefragt und sind auf der Suche jeden Bach, jeden Fluss und jeden Weg entlang gelaufen. Man rutscht auf seiner Stuhlkante hin und her und bettelt nach Neuigkeiten. Es kommt aber nichts. Doch die Polizei bekommt einen heißen Tipp von Elijah. Der eigene Bruder. Er ist völlig fertig, nachdem er die Polaroid-Bilder von der Toten gesehen hat. Die Ermittler ahnen bereits, dass es zwei Mordopfer gibt. Jenny und Justin Livingston. Detective Hand hat keinen Durchsuchungsbeschluss, aber kriminalistischen Instinkt. Der führt ihn zu Jonathan Lawrence. Macht's Ihnen was aus, wenn ich mich mal umsehe? Kein Problem. Dauert nur eine Minute. Die Bude war voll mit abgedrehten Sachen. Zum Beispiel Schädel von Tieren. Jede Menge Messer. Kifferutensilien. Alles Mögliche. Eine merkwürdige, schräge Einrichtung. In der Küche wird der Fahnder schließlich fündig.
Im Mülleimer lag unter anderem ein Polaroid-Bild. Es zeigte eine weibliche Person, tot. Mutmaßlich Jennifer Robinson. Umdrehen, Hände auf den Rücken. Sie haben das Recht zu schweigen und einander... Lawrence landet in Untersuchungshaft und wird dort erneut vernommen. Sein Komplize ist weiter auf der Flucht. Seine Spur hat sich verloren. Am nächsten Morgen, 50 Kilometer entfernt, in einem Motel steht der Wäschewechsel an. Hey, Autoschlüssel, her mit den Schlüsseln! Die Angestellte meldet den Überfall der Polizei. Die löst eine Großfahndung nach dem gestohlenen Fahrzeug aus. Er hat der Angestellten nichts angetan, weil er es nicht geplant hatte. Eine spontane Aktion aus der Notwendigkeit heraus, nicht durchdacht. Rogers wird am Steuer erkannt. Die nächste Verfolgungsjagd beginnt. Die Polizei präpariert die Fluchtstrecke mit Nagelbrettern, um die Reifen des Fluchtwagens zu zerstören. Mit Erfolg. Haut ab! Sonst tue ich's! Jeremiah Rogers ist umzingelt. Er hält sich seine eigene Waffe an den Kopf und glaubt absurderweise tatsächlich Mitleid auslösen zu können. Er droht mit Selbstmord, weil er keine Geisel im Auto hat, außer sich selbst. Für ihn die einzige Möglichkeit, Waffengleichheit herzustellen und Verhandlungen zu erzwingen. Die Waffe aus dem Fenster! Auf den Boden! Los! Stattdessen wirft Rogers die Polaroid-Bilder zum Fenster raus. Eins nach dem anderen. Ein hochinteressanter Augenblick. Er ist ein Blender, der seine Umgebung durchschaut und mit ihr spielt. Mit seinem Anblick will er Mitgefühl und Hilfsbereitschaft auslösen. Und er weiß genau, niemand will, dass er sich umbringt. Bleib weg! Niemand weiß, ob sich Rogers tatsächlich selbst richten und sein grausames Geheimnis mit ins Grab nehmen oder ob er versuchen wird, sich den Weg freizuschießen. Fahrer! Hände raus und die Waffe von mir weghalten! Jetzt! Na los! Waffe nicht in die Richtung halten, aus der meine Stimme kommt. Der mutmaßliche Mörder gibt auf. Mir ist egal, was mit mir passiert. Im Vernehmungsraum schildert Rogers vor laufender Kamera und bei laufendem Tonband detailliert seine Version des Geschehens. Er hatte Jennifer Robinson abgeholt. Jonathan Lawrence kam später dazu. Wir haben uns verabredet an ihrem freien Tag. Der Mutter bin ich auch begegnet. Ich war nur ein paar Minuten im Haus. Dann sind wir abgehauen. Die Drinks mit dem Likör hatte John schon vorbereitet. Dann haben wir getrunken. Gut, ja? Aber stark. Das heißt, du willst mehr, ja? John hat gar nichts getrunken und ich auch nicht. Aber Jennifer, die hat's getrunken. Ich habe ihr was Starkes gemixt. Dann haben wir angefangen rumzumachen. Haben uns geküsst und berührt und hatten Sex. Dann sagte ich, da wächst Gras. Sie war betrunken und ging den Hügel mit mir runter. Da konnte ich's noch nicht. Wir gingen zurück. Und ich hatte den Kopf wieder frei. Ich zog die Waffe und schoss ihr in den Hinterkopf. Es gab keinen Grund. Einfach nur so. Ab diesem Zeitpunkt ist Jennifer nicht mehr als eine Art Jagdtrophäe. Nicht mehr als ein Objekt für die unsäglichen Abscheulichkeiten, die nun folgen. Wir haben ihre Leiche hinten auf den Pickup gelegt. Dann hat John sie ausgezogen und hatte Sex mit ihr.
Nekrophilie ist eine sexuelle Präferenz, die auf Leichen gerichtet ist. In 30 Jahren Berufspraxis ist mir nicht ein einziger Fall begegnet. Nekrophilie ist sehr selten. Er hat sein Skalpell rausgeholt und dann die Kamera. Nach ihrem Tod legten sie sich Jennifer in aufreizenden Posen zurecht. Dann hat er ihr ein Bein aufgeschnitten. Lawrence nimmt ein Skalpell. Er schneidet den Wadenmuskel heraus und legt den Knochen frei. Vom Knöchel bis zum Knie. Unvorstellbar brutal und bizarr. Ich habe fotografiert. Die Bilder sind alle von mir. Mit den Polaroids fangen Sie den Moment für die Ewigkeit ein. So können Sie ihn immer wieder erleben und beim Betrachten der Bilder Ihre Gefühle, den Reiz und die Erregung des Moments immer wieder zurückholen. Ich habe Ihr Leben ruiniert, das Ihrer Familie. Damit dürfte meins nicht mehr viel wert sein. Ich bete, dass ich im Todestrakt lande. Der andere, Jonathan Lawrence, redet auch und ergänzt die Tat um ein paar ekelerregende Einzelheiten. Ich entblößte ihr rechtes Bein und schnitt die Wade ab. Abgeschnitten. Und dann? In eine Kühltasche gepackt. Eis draufgetan und mit nach Haus genommen. In seinen Verhören sprach Jonathan Lawrence mit sanfter Stimme und zeigte überhaupt keine Gefühlsregung. Lawrence und Rogers waren schon lange regelrecht besessen von der Idee, eine Frau zu entführen und umzubringen. Jonathan wollte unbedingt wissen, wie es ist, eine Leiche auszuweiden, Steine in die Bauchhöhle zu legen und sie dann irgendwo zu versenken. Ganz so, wie man das in grauer Vorzeit gemacht hat. Lawrence sagt aus, dass auch sein Komplize den Leichnam mit einem Skalpell geschändet hat. Er hat ja die Stirn aufgeschnitten, um zu sehen, wie der Schädel dahinter aussieht. Rogers geht es eher um eine klassische Trophäe. Ein Totem, das für seine Macht steht. Schließlich verbrennen die Mörder die Kleidung des Opfers und vergraben die Leiche im Wald. Zu Hause angekommen, deponiert Lawrence den Wadenmuskel im Tiefkühler, wo ihn Polizeibeamte entdecken. Sie hatten vor, ihn zu filetieren und zu essen. Es gibt mehr als nur den Verdacht auf kannibalistische Motive. Er hatte Bücher zu diesem Thema, Schriften über Geschmack, Aufbewahrung und Zubereitung von menschlichem Fleisch. Das war wohl sein perversester Antrieb. Jonathan Lawrence zeigt der Spurensicherung die Stelle, an der das Opfer vergraben liegt. Dicht unter der Oberfläche wird der entkleidete Leichnam entdeckt. Die Ermittler identifizieren Jennifer Robinson anhand ihres Schmucks. Die Nachricht muss man erstmal überbringen. Und das am Muttertag. 3 Halskettchen und ein Ring. Mehr ist von Jenny nicht mehr nach Hause gekommen. Dieser Moment, als die Beamten mir sagten, dass es Jenny ist, es war wie ein gigantischer, vernichtender Schlag mitten ins Herz. Der emotionale Schmerz ist so verheerend, dass man ihn physisch spürt. Ich habe jahrelang davon geträumt. Geträumt, wie sie hinten auf dem Pickup liegt. Geträumt, wie sie mir ins Gesicht sieht und wie sie sagt, Mama, sie tun mir weh. Mama, bitte hilf mir, damit sie aufhören. Irgendwer hat ein provisorisches Mahnmal aufgestellt. Elizabeth Livingston bangt weiter um ihren Sohn Justin.
der zuletzt beim Mörderduo gesehen wurde. Seine Mittäterschaft beim Mord an Jennifer hat Jonathan Lawrence gestanden. Doch er beharrt weiter darauf, nichts über Justins Verbleib zu wissen. Was wissen Sie über Justin? Er wird vermisst und ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Haben Sie etwas mit seinem Verschwinden zu tun? Nein. Okay, dann ist das Verhör hiermit beendet. Jeremiah Rogers packt aus. Er war sehr gesprächig und hat mächtig geprotzt. Laut Rogers wird ihnen Justin irgendwann lästig. Das liefert den Anlass zu einem bösen Plan. Justin wollte nur den Film sehen. Lawrence gab Rogers das Zeichen. Die drei fahren zu einem abgelegenen Ort nahe einem Hubschrauberlandeplatz. Mit Rogers und Lawrence draußen am Landeplatz ist sein Schicksal besiegelt. Es geschah alles im Affekt. Es war nicht geplant. Wir wollten ihn bloß mit rausnehmen und ruhig stellen. Schön hier, hä? Huh? Ja, Mann. Ich habe gesagt, er soll in den Himmel gucken. Habe ich aber nur gesagt, damit ich ihn leichter abstechen kann. Ich hole mal ein Bier, Jungs. Was ist mit euch? Auch ein Bier? Nein, danke. In dem Moment konnte ich es nicht, aber hätte ich es nicht getan, hätte ich mich gefühlt wie ein Feigling. Verstehen Sie? Also nehme ich mein Messer, drehe mich rum und steche ihm in die Brust. Aber der Stich geht nicht durch. Ich treffe nur sein Brustbein. Durch die Wucht fällt er der Länge nach auf den Boden. Nach dem Angriff will Justin aufstehen und weglaufen. In diesem Augenblick haben Rogers und Lawrence Gelegenheit, ihr Handeln zu überdenken. Sie tun es nicht. Lawrence' Geistesstörung, seine kranken Fantasien, dazu Rogers als treibende Kraft dahinter, absolut unvorstellbar. Einen Monat, nachdem Justin Livingston verschwunden ist, entdecken die Fahnder den Ort, an dem er erstochen und anschließend im Erdboden verscharrt wurde. Von seinen Mördern Jeremiah Rogers und Jonathan Lawrence. Justin ist verblutet. Er war regelrecht von seinem eigenen Blut überzogen. Es muss ewig gedauert haben. Zu den Tatmotiven gibt es nur Angaben aus den Verhören. Justin wurde den Tätern lästig, weil er um ihre Aufmerksamkeit warb. Dafür haben sie ihn umgebracht. Wozu nimmt man ihn mit raus? Um ihn zu erstechen oder nur um des Kicks willen? Es gibt nichts zu erbeuten, es gibt kein Motiv, außer purer Lust am Töten. Beamte müssen es der Mutter beibringen. Ihr Sohn ist tot. Brutal erstochen vom eigenen Cousin, den er geliebt und dem er vertraut hat. Justin wollte Freunde haben. Um jeden Preis. Das hat ihn das Leben gekostet. Sonderbar. Und von außen praktisch nicht nachvollziehbar, weshalb sich dieser Typ am Mord an seinem eigenen Cousin beteiligt. Lawrence verfügt wohl nicht über den Familiensinn normaler Menschen. Für ihn war es nicht die Grenzverletzung, die es für jeden anderen gewesen wäre. Die Mörder haben gestanden, aber noch nicht alles. Bereits zwei Wochen vor ihren Taten wollen die Komplizen austesten, ob sie wahrhaftig in der Lage sind, Menschen zu töten, und halten Ausschau nach potenziellen Opfern. In diesem Moment sitzt Leighton Smitherman gemeinsam mit seiner Frau vor dem Fernseher. Oh mein Gott! Schatz, was ist los?
nicht geschossen. Er wollte dem Typen bloß Angst einjagen. Geht zum Fenster und gibt einen Schuss ab. Zack ist er wieder da und sagt, hat super geklappt. Er hat echt Spaß dran gehabt. Ich rufe den Notarzt, halt durch! Als die Sanitäter eintreffen, ist der Schütze auf und davon. Das Opfer schwebt in Lebensgefahr und wird in die Klinik eingeliefert. Leighton Smitherman wird von einem Kleinkalibergeschoss in den Hals getroffen. Eine Operation halten die Ärzte für zu riskant. Leighton Smitherman erholt sich und lebt bis heute mit einer Kugel im Genick. Durch Gottes Gnade allein hat die Kugel nichts Wichtiges getroffen. Hätte sie eine Arterie zerfetzt, wäre ich tot. Verblutet. Dieses Attentat ganz am Anfang ist eine Prüfung. Nicht nur, ob sie fähig sind, die geplanten Verbrechen zu begehen, auch ob ihre Bindung stark genug ist, würden sie zusammenhalten. Obwohl sie in einer Anstalt für psychisch Gestörte gesessen haben, werden beide Täter für uneingeschränkt verhandlungsfähig erklärt. Im Fall Justin Livingston schlägt die Staatsanwaltschaft einen Deal vor. Beide Mörder akzeptieren lebenslänglich, um der Todesstrafe zu entgehen. Für den Mord an Jennifer Robinson und den Missbrauch ihres Leichnams aber werden die Täter zum Tode verurteilt. Der Mord an Jennifer Robinson geschah eindeutig mit Vorsatz. Kalt, berechnend, von langer Hand geplant. Man mag sich fragen, warum Rogers eine Person umbringt, die ihm durchaus gefällt. Das liegt daran, dass sie für ihn keine Person ist, sondern ein Objekt. Ein Vehikel, um durchzuziehen, was er sich vorgenommen hat. Er hat keine Beziehung zu ihr. Rogers erklärt, auf ein Gnadengesuch zu verzichten und zur Exekution bereit zu sein. Jennifers Mutter erklärt, seiner Exekution beiwohnen zu wollen, wenn es soweit ist. Sie haben Jennifer erschossen. Ihr das Leben genommen. Ich denke oft an Jennifer. Was aus ihr hätte werden können. Die wussten, was sie taten. Die waren nicht verrückt. Die waren niederträchtig. Diese Mörder sind vollkommen gestört und eine Bedrohung für die Gesellschaft. Kannibalismus, Nekrophilie und zwei junge, unschuldige Opfer, die von diesen Wahnsinnigen heimtückisch in den Tod gelockt werden. Die meisten Geschichten verblassen mit der Zeit. Diese nicht. Justins Mutter sagt, sie spürt, dass ihr Sohn noch immer bei ihr ist. Ich habe ihm gesagt, ich komme eines Tages nach. Ich hoffe darauf. Welch eine Eskalation. Erster Schuss aus Distanz. Dann die Messerattacke aus nächster Nähe. Und eine Kugel im Hinterkopf. Gefolgt von einem Akt der Nekrophilie. Man mag sich nicht ausmalen, was sie als nächstes getan hätten, wenn man sie nicht geschnappt hätte. Gemeinsam haben sie einander auf das Abscheulichste ergänzt. Was sie zu einem solchen Albtraum